Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur zweiten Runde unserer Konferenz, die unter der Überschrift steht, eine Stärke- und Schwächeanalyse der Parteien im Wahlkampf 2013 vorzunehmen. Thomas Leif hat uns den Auftrag gegeben, auszutapezieren, was wir heute Morgen andiskutiert haben. Und wir freuen uns, dass wir hier für Professor Werner Weidenfeld gewinnen konnten, der uns das Substrat dessen, was wir heute Morgen diskutiert haben, vortragen wird, der sicher weitere Impulse für unsere Diskussion liefern wird. Ich unternehme jetzt nicht den Versuch, Ihnen, Professor Weidenfeld, in der Gänze seiner zahlreichen akademischen Stationen vorzustellen. Er ist seit 1995 Direktor des Zentrums für angewandte Politikforschung in München, ist soeben zurück von einer Gastprofessur an der Mount Scopus Universität in Jerusalem, unterrichtet weiter am Geschwister-Scholl-Institut in München, an der Zeppelin University in Friedrichshafen, ist Rektor der Alma Mater Europäer der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste und Salzburg. Und ich könnte das noch fortsetzen. Aber unsere Zeit ist knapp und so möchte ich doch auch unmittelbar hinführen zu unserem Thema Stärke und Schwäche. Analyse der Parteien. Wir können hier einerseits ansetzen bei den Parteien selbst, indem wir danach fragen, wie sind die Kandidaten aufgestellt, wie sieht das Programm aus, die Themen, die Botschaften, wie ist es mit der Kampagnenorganisation bestellt, in einem Wort, wie verhält es sich mit der Strategiefähigkeit der Parteien. Zum anderen können wir den Blick auf die strategischen Kontextbedingungen richten, fragen danach, wie der politische Gegner, die Konkurrenz aufgestellt ist, wo Potenziale auf den Wählermärkten liegen, aber auch, welche Rolle die Medien als wichtiger Kontextfaktor spielen. Also eine breite Palette von Aspekten, die man hier aufrufen kann. Und dazu möchte ich Sie bitten, Professor Weidenfeld, uns einzuführen. Meine Damen und Herren, normalerweise sind ja Wahljahre nicht die Zeiten kühler, abgeklärter, analytischer Gelassenheit. Alles steht ja im Kontext erfolgsorientierter Intentionalität, so würde man sagen. Es ist ein anderer Aggregatzustand des Politischen und ein anderer Aggregatzustand, damit umzugehen. So wie wir im Grunde genommen das ja in der Aufbereitung heute Vormittag auch mitvollziehen konnten. Ich habe zu dieser Grundsatzeinschätzung allerdings etwas dazugelernt, als ich nun die letzten Wochen in Israel verbracht habe. Wahlkampf in Israel, Nachwahlzeit in Israel. Da habe ich mich in der dortigen politischen, wissenschaftlichen, kulturellen Szene herumgetrieben und da ist was anderes los. Man ist dort grundsätzlich erhitzt, temperamentvoll, hektisch, aggressiv, kämpferisch. Und wenn ich von dort aus jetzt in den letzten Tagen hierhin zurückgekommen bin, in einen solchen Kontext, wie im Kühlhaus. Also im Vergleich dazu ist das hier ein Kühlhaus, was wir in der Auseinandersetzung mit der innenpolitischen Lage dort betreiben. Ich will einfach dort mal von der anderen internationalen Lage absehen. Aber das, was da innenpolitisch passiert, so eine völlig abgeklärte Geschichte wie heute Vormittag, hätten wir da nicht erlebt. Also das wäre doch offensiver und aggressiver zugegangen in dem Pro und Contra dieser Typen, die da wechselseitig um die Wähler ringen und so. Also da sind wir doch sehr abgeklärt. So ist eben alles relativ. Mir ist dabei eingefallen wieder, jedes Land hat eben seine eigene Wahlkampfkultur und wir eben auch. Auch wenn man nach Amerika blickt, die haben auch eine andere Wahlkampfkultur, weil dort diese starke Rolle, die uns heute früh beschäftigt hat mit den Parteien, ihren Organisationen ja in einem ganz anderen Kontext steht. Und dabei ist mir auch eingefallen,
dass wir darüber nachdenken müssen, wie man die völlig unterschiedlichen Wahlkampfkulturen, die innerhalb der EU vorhanden sind, im EU-Wahlkampf im nächsten Jahr entsprechend verwebt, mit einbaut und so weiter. Also alles ist eben relativ bei diesen Dingen. Und Herr Leif hatte mich gebeten, ich solle doch unbedingt hier ein paar Schlüsselstichworte des heutigen Vormittags nochmal aufrufen, damit Sie über die anstrengende Mittagspause nicht völlig verschwinden hier, dass wir da nur erschöpft nach dieser Mittagspause hier sitzen und denken, wann ist die nächste Kaffeepause, damit man wieder aufwachen kann. Also, dass ich wenigstens die wesentlichen Stichworte nochmal in Erinnerung rufen. Mir ist bei der Begrüßung durch Herrn Siller heute früh aufgefallen, die Dominanz dieser strategischen Nostalgie, die er zum Ausdruck gebracht hat. Da war ja eine ganz tiefe Sehnsucht nach Signalen aus vergangenen Zeiten. Der hat ja pausenlos erzählt, wie großartig die Strategie früher mal war und leider haben wir halt jetzt damit nichts mehr zu tun. Also dass es früher da anders war, will ich nochmal in Erinnerung rufen. Sacinelli, politische Normalität, gradueller Veränderung, ist schon ein wichtiger Punkt. Wo haben wir denn die tiefen, tiefen Zäsuren unserer Geschichte gehabt? Ich darf Sie daran erinnern, das erste Mal, wo durch den Wähler ein Regierungswechsel nach 1949 erzwungen wurde, war 1998. Vorher waren es nur Koalitionswechsel. Also das sind schon graduelle Veränderungen. Wenn Sie einmal schauen, was hat die Gesellschaft als tiefgreifende Zäsur mit gesellschaftlicher Spannung erlebt? Sozialliberale Koalition 69, Verschiebung im Wählerverhalten 3,4% bei der SPD. Tiefer Einschnitt in der Gesellschaft. Da können Sie sehen, wie hoch in früheren Jahrzehnten diese Art graduelle, bestenfalls mal graduelle Veränderung doch realisiert worden ist. Das weitere Stichwort Sacinelli, veränderte Legitimationsarchitektur, Bedeutungsverlust der Verfahren, sollten wir im Blick behalten. Dann will ich noch mal in Erinnerung rufen von Ralf Tilz, Besonderheit der Wahl, nicht mehr die Inszenierung früherer Jahrzehnte. Dann hat er nochmal uns daran erinnert, ich finde das eine sehr interessante Nuance, dass die Politik sich sehr schnell in das Argument verfängt der Alternativlosigkeit. Dann wird in dem Moment, wo eine intellektuelle Herausforderung kommt für diese Argumentationskette, wird die Alternativlosigkeit ins Spiel gebracht. Ich habe mir dann allerdings auch eine Strichliste gemacht, wie häufig in unserer eigenen Veranstaltung heute der Begriff Alternativlosigkeit gefallen ist. Leider auch relativ häufig. Weil das ist ja im Grunde genommen die letzte Ausflucht. Wenn mir nicht mehr zu viel argumentativ einfällt, dann muss ich ausrufen, das ist doch alternativlos. Haben wir heute hier auch erlebt. Dann will ich das große Fragezeichen, was Herr Tilz am Ende aufgerufen hat, aber noch nicht richtig beantwortet hatte, die Lagerorientierung, großes Fragezeichen nochmal, das wird uns hier weiter begleiten müssen. Und ich möchte an einem Punkt doch in dem Resümee von heute Vormittag bei allen intelligenten analytischen Bemerkungen heute Vormittag, auch der Wahlkampfstrategen, möchte ich Sie daran erinnern, dass ein ganz kleiner, minimaler Prozentsatz unserer Mitbürger dies glaubt, was wir gehört haben. Also die Wahlkampfankündigungen, die gehören zum Spiel und zur Inszenierung dazu, aber wir glauben sie einfach nicht. Die können auch ruhig das Gegenteil sagen, das stimmt ja genauso wenig wie das andere Gegenteil. Also diese Art Distanz zu diesem großen Inszenierungsspiel sollten wir schon im Auge behalten und auch das, was Herr Radunski in diesem Zusammenhang gesagt, dass gewissermaßen ja von dieser Bemerkung auch immer weniger Mitbürger erreicht werden, dass man aber erfolgreich sein kann in dem Kontext weniger Mitbürger
erreicht haben, weil die Zahl eben kleiner geworden ist. Ich kann von diesem kleineren Kuchen eben immer noch einen erfolgreichen Teil abschneiden und habe diese ganze Sache gewonnen. Das sollten wir entsprechend im Blick behalten. Wahlkämpfe sind Momente der Mobilisierung, der Motivation, auch der Autosuggestion. Und ich möchte einmal jenseits dieser Kampagnenorganisation, die sich in diesem Kontext abspielt, doch unseren Blick auf etwas anderes richten, nämlich auf das politisch-kulturelle Unterfutter zu alledem. Meine Fragestellung, mein Fragezeichen, das sich grundsätzlich an den Vorgang richtet, ist, ob wir nicht eine Ebene haben, in der sich die Kommunikationskräfte der Strategen, der Organisation von Wahlkämpfen, der Agenturen bewegt, eine Ebene, und dort haben wir das politisch-kulturelle Unterfutter, gesellschaftliche Unterfutter, und das eine hat am Ende immer weniger mit dem anderen zu tun. Das eine ist diese Machtspielarena, wo wir hier schon wichtige Akteure kennengelernt haben, die das auch untereinander ausfechten, die sich wechselseitig auch beobachten. Nur diese Arena hat mit dem Perzeptionsbestand der anderen immer weniger zu tun. Was am Ende aber nicht zum Misserfolg führen muss, dieses Radunsky-Gesetz will ich in Erinnerung rufen, die paar, die man erreicht, damit kann man den ganzen Erfolg davontragen. Ich darf Sie daran erinnern, diese niedrige Wahlbeteiligung, die wir nun inzwischen kennen, darf nicht verdunkeln, dass in dieser Gesellschaft an sich eine ganz hohe Engagementbereitschaft besteht. Also wir leben nicht in einer toten Gesellschaft, was häufig so mit abgetan wird. Wir leben nur in einer Gesellschaft, die diese Form der Engagement, des Engagements, nämlich diese Art klassisch-traditionelle parteipolitische Engagementform, deutlich reduziert, während sie insgesamt eine ganz vitale Gesellschaft geblieben ist. Weit über 2/3 der Gesellschaft sind ja engagiert irgendwo und würden gerne sich noch stärker engagieren, wenn sie nur wüssten, wie. Ich habe damals in einem ganz anderen Zusammenhang den Vorschlag deshalb gemacht, man solle doch sogenannte Partizipationslotsen einrichten, wo sich Menschen auch gut informieren können, wenn sie weiter partizipieren wollen. Nur sie wollen nicht auf diesem klassischen Weg, der uns in Wahlkämpfen dann befasst, sich engagieren. Also beispielsweise ein paar Kilometer von meiner Wohnung entfernt in München am Stadtrand kann ich an jedem Wochenende an 3 verschiedenen Demonstrationen teilnehmen, wenn ich gerade Lust und Zeit habe. Da wird in den nächsten 2 Jahren eine U-Bahn-Linie verlängert. Und die Frage ist, ob an dieser neuen Endstation eine Tiefgarage gebaut werden soll, ein Parkplatz angelegt werden soll oder gar nichts davon. Für alle 3 Positionen gibt es wunderbar engagementbereite Bürger. Und das sind nicht die Altrevolutionäre, sondern man kann fast sagen altgewordene Jungpfadfinder, die da das Wochenende verbringen und das ganz toll finden. Und da sagen, und kommen Sie auch dazu, und wir haben eine wunderbare so Kochplatte da, und da können Sie gut und billig essen und so, machen Sie es einfach mit. Ich weiß im Moment noch nicht, ob ich für Parkplatz oder Tiefgarage oder gegen alles bin, aber Hauptsache wir demonstrieren da erstmal. Also erlebe ich eine vitale Gesellschaft. Dieses Unterfutter, das ich ansprechen wollte, hat sich verändert in unserer Gesellschaft. Und mein Hinweis ist, wir sollten diese Veränderung nicht übersehen. Diese Veränderung hat sich nicht über Nacht ergeben, sondern über Jahre, aber nun mit einer aktuell spürbaren Zuspitzung, einer beachtlichen Tiefenwirkung. In Sachen politisch-kulturelles Unterfutter gibt es 2 Schlüsselpunkte, auf denen ich unsere Aufmerksamkeit richten muss. Erstens die Erosion der Bindungen. Alles, was früher Kitt der Wähler war, hat
an Wirkung erheblich verloren. Ganz klassisch, das wissen wir alle, die Milieus, Arbeiter, katholisches Milieu, bürgerlich alternativ und so weiter. Ebenso wie die großen gesellschaftlichen Kontroversen, die ja diese Gesellschaft gebunden haben über Jahrzehnte. Pro und Contra der Westbindung, Entspannungspolitik, Ostverträge, NATO-Nachrüstung und so weiter. Diese großen Themen, die ja praktisch in fast jedes Familienleben hineingereicht haben in der Kontroverse, die sind ja so nicht mehr vorhanden. Ein anderer Punkt, der da sehr wichtig ist, der Entzug des Vertrauens. Sie haben ja, wenn Sie vom Verfassungsgericht mal absehen, ein bisschen auch von der Polizei, keine Institution mehr in diesem Land, dem die Bürger vertrauen, den Bürger vertrauen. Und das erfasst natürlich auch in unserem Kontext voll die Parteien, voll die Institutionen, die etwas mit diesem politischen Kontext zu tun haben und natürlich auch die von denen abgegebenen Wahlversprechen, denen traut man sowieso nicht. Dann kommt hinzu die Digitalisierung, dass eben alles sehr viel schneller geworden ist, alles gewissermaßen in Jetztzeit als Informationen auch verfügbar ist. Dieser neue Aggregatzustand des Politischen, den kennen wir ja. Jedes Datum, jedes Faktum ist in Jetztzeit verfügbar, eine ganz andere Geschwindigkeit, auch der medialen Vermittlung. Wenn Sie einmal schauen, was hat Obama gesagt, warum hat das Internet eine ganz andere Rolle in seinem Wahlkampf gespielt, wo Amerika doch über Jahrzehnte das Vorbild des Medienwahlkampfes war, dann sagt Obama, die Medien sind doch viel zu langsam. Ja, die Medien brauchen ja im Grunde genommen immer noch eine Bearbeitungszeit und so, die sie im Internet sparen. Also sie müssen direkt übers Internet gehen, andere Geschwindigkeit. Die Datenlage ist in diesem Kontext situativ, punktuell und im Grunde genommen kontextlos. Und das wird ein weiteres politisches Problem. Sie brauchen in der Politik im Grunde genommen immer den Kontext. In der digitalisierten Information haben Sie den Kontext nicht. Die Erosion dieses Kitts bedeutet praktisch geringere Wahlbeteiligung. Wir haben ja jetzt schon bei den Bundestagswahlen 20% weniger als in früheren Jahrzehnten gehabt. Denken Sie bei der Kommunalwahl jetzt vor wenigen Tagen Schleswig-Holstein 46,7% Wahlbeteiligung. Wir haben eine reduzierte Zahl der Parteimitglieder, außer bei den Grünen haben die anderen Parteien ja deutlich an Mitgliedschaft verloren. Wir haben eine Reduzierung der Stammwähler. Es gab mal Zeiten, da hatten wir um die 85% Stammwähler, jetzt weniger im Grunde als 15%. Wachsende Zahl derer, die keine Unterschiede mehr wahrnehmen zwischen den Parteien, zwischen den großen Parteien mehr als 70%, die keine Unterschiede mehr wahrnehmen, aber breite Freude am Protest. Zur Regierungsübernahme reichen auch und zur Kanzlerschaft immer weniger Stimmen. Also sie brauchen, der Kuchen wird kleiner, um den sie sich streiten, um am Ende machtpolitisch den Erfolg zu haben. Ich darf Sie daran erinnern, ein Helmut Kohl ist 1976 mit 48,6% der Stimmen auf der Oppositionsbank gelandet. Eine Angela Merkel brauchte dann 2005 noch 35% der Stimmen und 2009 33% der Stimmen. Also das ist ja wie auf einem anderen Planeten Politik zu betreiben, was da so. Und damals, als Kohl mit 48,6% der Stimmen auf der Oppositionsbank landete, hat er immer getobt: Ich weise Sie darauf hin, dass eine Maggie Thatcher mit 33% regiert und so. Also ist das überhaupt noch demokratisch, frage ich Sie, mit einem solchen Prozentsatz hier regieren zu können. Also da sehen Sie, wie sich das doch in unserem Land deutlich verändert hat. Also Erosion dieser Bindungen. Zweiter Punkt ist das, was die elementare Diskrepanz der Politik ausmacht, ist nun unmittelbarer
und alltäglicher erfahrbar als in früheren Jahrzehnten. Was ich damit meine, die Diskrepanz zwischen Problemstruktur in der Politik, der Entscheidungsstruktur und der Legitimationsstruktur. Das ist besonders greifbar, etwa in solchen Zeiten, wo wir sehr stark etwa mit Euro-Themen in stündlich neuen Schlagzeilen dramatischer Art bedacht werden. Denn wir haben eine hochinternationalisierte Problemstruktur. Wir haben eine gemischte nationale mit Anklängen des internationalen Entscheidungsstruktur. Und wir haben eine sehr starke nationale, regionale Legitimationsstruktur. Das, was wir über viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte beobachten konnten, ist aber jetzt wirklich dominant und greifbar, etwa in Euro-Krisenzeiten. Ich darf Sie nur als einen kleinen empirischen Beleg einmal daran erinnern, schauen Sie sich die Pressekonferenzen nach EU-Gipfeln an. Dann denken Sie, dass es 27 verschiedene Gipfel gegeben hat, 27 verschiedene Realitäten, weil jeder Gipfelteilnehmer natürlich nicht nur eine Problemlösung auf europäischer Ebene erkämpfen muss, will, sondern er muss es nach Hause verkaufen als der große Sieger oder die anderen als die großen Übeltäter und so weiter. Und da sehen Sie, dass sofort in jeder Zehntelsekunde die Akteure diese andere Legitimationsquelle vor Augen haben. Und sie wissen ganz genau, wenn ich die nicht bediene, dann habe ich da übermorgen auch nichts mehr zu sagen. Also damit müssen wir eben zurechtkommen. Und das unterstützt auch nochmal etwas, was ich ganz grundsätzlich in all diesen Facetten, die wir heute gehört haben, nochmals Unterfutter in Erinnerung rufen will, nämlich der Entzug an Vertrauen, der in all diesen Dimensionen zu beobachten sind und wo Sie praktisch immer wieder Belegbeispiele finden können und wo Sie immer wieder neues Material bekommen. Dieser Vertrauensentzug hat natürlich für diese Gesellschaften eine große Bedeutung. Wir alle leben ja davon in Arbeitszeiten Gesellschaft, dass wir in jeder Sekunde einen Vertrauensvorsprung bringen. Wir kommen hier in diesen Raum rein, Vertrauensvorsprung, dass die Statiker die Decke richtig berechnet haben und dass sie uns nicht auf den Kopf fällt und so weiter und so fort. In dem Moment, wo ich die entziehe, entziehe ich natürlich Aktionsfähigkeit, Atmungsfähigkeit, Vitalität. Und in diesem Zustand bewegen sich unsere Gesellschaften zurzeit. Wir leben insbesondere in Deutschland in einer Misstrauensgesellschaft. Es gibt ja jährliche Studien weltweiter Art, wie das Vertrauen entfaltet ist. Deutschland ist in den OECD-Ländern der Spitzenreiter im Misstrauen. Wir sind deutlich auf Platz 1, höher als in Frankreich, Großbritannien, USA und so weiter. In diesem Kontext bewegt sich alles das, worüber wir heute hier sprechen. Konsequenz von alledem ist das, was ich mal so Fluid Voting nennen würde. Also da bewegt sich vieles. Das ist eben nicht mehr diese alte gebundene Gesellschaft früherer Jahrzehnte, sondern ich habe meine Artikel über die Piratenpartei immer überschrieben mit dem Phänomen der Piraten, weil sie gar nicht in wirklich eine feste Organisationsform übersetzt worden sind, sondern es sind Kommunikationswolken. Das sind Kommunikationswolken, die über unser Land ziehen und die dann irgendwann auch weiterziehen und sich irgendwo anders festmachen. Und die haben bestimmte Elementardispositionen, beispielsweise ein hoher Prozentsatz derer, die in dieser Kommunikationswolke sich bewegen, der sagt, mein Hauptmotiv ist, ich will den Traditionsparteien auch mal eins vor Schienbein mitgeben und ist hier alles wunderbar. Ich habe in der Frühzeit dann mich mit dem Bundesvorstand der Piraten getroffen und als ich in den Raum reinkam, habe ich
zu denen gesagt, wissen Sie, wenn ich nicht wüsste, wer Sie sind, dass Sie hier die Führung der Piratenpartei sind, hätte ich gedacht, ach, ich komme hier in einen Kreisvorstand der FDP. Und wenn bei dem Ausruf Sie etwas irritiert gewesen wären, hätte ich gesagt, okay, nehme ich zurück, das ist der Ortsvorstand der CSU. Und dann sagt mir der Erste, ja, so ganz so daneben liegen Sie ja nicht, denn ich war doch im Vorstand der CDU und so weiter und so fort. Also das sind andere Konfigurationsformen, in denen wir uns dort bewegen. Also Kommunikationswolken, und vielleicht geht da mal ein bisschen was von einem Wölkchen ab bei der Alternative für Deutschland, hurtiger Themenwechsel, immer spätere Wahlentscheidung, eine relevante Zahl entscheidet sich erst auf dem Weg zum Wahllokal an diesem Sonntag von der Wohnung oder dem Haus zum Wahllokal. Man hätte auf dieses Unterfutter eines, sagen wir, Fluid Voting oder einer Liquid Democracy mit zwei Alternativen antworten können. Die eine parteistrategisch, also die klassischen Parteien, die hier auf dem Podium saßen, hätten darauf in zwei verschiedenen Varianten antworten können. Die eine hätte sein können, eine programmatische Neujustierung mit großen, dramatischen Zukunftsbildern. Wenn Sie einmal schauen, was in der Geschichte der Partei nach 1949 die Menschen, unsere Mitbürger da gebunden haben und eingeordnet haben, dann waren es so große, dramatische Zukunftsbilder. Das war ja nicht nur die Frage, ob man da mal ein Prozent Mehrwertsteuer raufgeht oder runter. Diese geniale Überlegung der Regierung, die eine Partei kündigt an 1% mehr, die andere gar nichts oder 2% und am Ende kommen 3% raus. Also diese genialen Basarspiele. Damals waren es große Zukunftsbilder, da wollte man sich einordnen vor dem Hintergrund eines großen Narrativs der Geschichte in ein Zukunftsbild und das war die große Bindung. Die ist verloren gegangen und man kann natürlich irgendwann wieder darüber nachdenken und sagen, so, wir setzen uns zusammen, entwickeln mal wirklich ein bewegendes, uns bindendes Zukunftsbild, was unsere Mitbürger dann weiter motiviert und was nicht nur eine Detailforderung ist, Steuer für Hotelbesitzer oder irgendwie ein Thema dieser Größenordnung, neue orientierende Bindungen entfalten. Das ist etwas, was unser Harvard-Kollege Joe Nye dann als Smart Power definieren würde. Also der mit seinem neuen Machtbuch hier uns ja darauf hingewiesen hat, natürlich gibt es Hard Power, natürlich gibt es Soft Power, also Ausstrahlung gesellschaftlicher, politischer, ökonomischer Ordnung, aber inzwischen im 21. Jahrhundert ist das Entscheidende die Smart Power, nämlich die Deutungs- und Erklärungskraft. So, also wenn Sie einmal schauen, was wir heute gehört haben an diesem Panel, an Vorbereitung, ist wenig an Deutungs- und Erklärungskraft spürbar, was dahinter steckt. Also Smart Power Fehlanzeige. Gewissermaßen, wer übermorgen strategisch erfolgreich sein will in diesem Konzert der Parteimachtarchitekten, dem würde ich offen gestanden anraten, entwickle Smart Power, damit kannst du gewinnen. Das hat man also nicht gemacht. Zu diesem Instrument hat man jetzt für diese Wahl nicht gegriffen. Die Arena, die angeboten wird, bietet vornehmlich situative machtpolitische Fingerfertigkeit, ja machtpolitische Virtuosität, sogar Artistik kann man sagen. Insofern kann man sagen, in der Konsequenz, das Unterfutter ist fluider, als es jedes Lagerwahlkampfdenken wirklich hergibt. In dem Unterfutter ist diese Lagerarchitektur nicht greifbar. Natürlich, das wissen wir ja aus der Empirie, kann ich sie hineindeuten, aber greifbar ist sie nicht.
Das wird aber bis zum Wahltag niemanden, sagen wir, aus dieser Panel-Ebene weiter bewegen, weil da wird diese Lagergeschichte durchgezogen bis zum geht nicht mehr. Weil wie soll man jetzt 100 Tage vor der Wahl da auf einmal irgendeine andere Sache kreieren? Also da muss man jetzt schon diesen Routineweg zu Ende rollen. Also werden wir einen Lagerwahlkampf erleben, den das Unterfutter nicht mehr grundiert. Und aus meinen Gesprächen mit den Oberen dieser Parteien macht Architektur, kommt dann immer wieder, das sieht man natürlich, aber bitte reden Sie erst nach dem Wahltag darüber. Weil natürlich diese Irritation der letzten 100 Tage will keiner, weil das alles ein bisschen unkalkulierbar wird, aber ab dem Wahltag werden wir sehen, dass diese andere Art von Democracy, diese viel fluidere, zum dominanten Phänomen wird, dass dann die bewegliche Gesellschaft angesagt wird und dann auf einmal werden wir die Lager in den Museen besichtigen. Vielen Dank. Nochmal die Herausforderungen beschrieben, vor denen sich die Parteien gestellt sehen. Heute Morgen fiel das Stichwort Ozean der Beliebigkeit. Das deckt sich ja durchaus mit Ihrem Befund, eine Erosion der Bindungen, des Vertrauens, der programmatischen Verordnungen, erklärt womöglich auch das Phänomen, was Ralf Tilz in seinem Beitrag beschrieben hat, eine Entpolitisierung, die wir längerfristig beobachten. Nun haben Sie aber auch darauf hingewiesen, der Wahlkampf steht an, also langfristige programmatische Neuorientierungen, die Suche nach Zukunftsbildern, wie Sie es formuliert haben, können wir auf der Wegstrecke vermutlich nicht erwarten. Das würde bedeuten, alle Parteien sind in einem Schwächezustand. Nichtsdestotrotz stellt sich ja die Frage, welche strategischen Schlussfolgerungen ziehe ich nun unmittelbar daraus? Wo zeichnen sich Chancen, Potenziale im anstehenden Wahlkampf ab? Und da gibt es sicherlich noch einiges an Diskussionsstoff und auch Aussprachebedarf, wo nun die Machtoptionen bestehen. Ist es der angesprochene Lagerwahlkampf? Ist es ein personenzentrierter Wahlkampf? Ist es die Strategie der Demobilisierung? Ich denke, wir haben heute vor unserer Pause den Diskussionsbedarf hierzu noch bei weitem nicht gestillt und würden dann auch gerne weiter einsteigen in die Diskussion. Wer möchte das an der Stelle denn tun? Ich bitte Sie um Ihre Wortmeldung. Herr Wiesenthal. Ja, ich möchte weniger auf Aspekte des Wahlkampfs jetzt selbst eingehen, sondern nochmal auf die Unterfütterungsthese. Ich teile die Auffassung der Entkopplung zwischen der Kampagnenarena und einer Gesellschaft, die davon losgelöst ihren eigenen Weg geht. Aus soziologischer Perspektive habe ich ja riesige Probleme mit Ihrer Diagnose. Es gibt natürlich Modernisierungstheoretiker, die überall Trends walten sehen, in eine Richtung, die Gesellschaft, Sie haben übrigens immer von der Gesellschaft gesprochen. Wenn Sie genauer hingucken, und das ist sehr wichtig für Wahlkampfstrategen, dann bricht Gesellschaft auf in eine Menge von Ungleichzeitigkeiten.
in Fragmentierung, in Segmentierung. Und sie haben gleichzeitig Volatilität und Bindungen. Das heißt, die Komplexität dieser gesellschaftlichen Realität ist um ein Vielfaches höher, als sie sie darstellen, was enorme Konsequenzen hat, dann natürlich für die Lösungsansätze im Wahlkampf. Also ich warne vor diesen pauschalen Trendaussagen in eine bestimmte Richtung. Wir haben gegenläufige Trends, wir haben Verharrungen, wir haben Restauratives und wir haben auch ein paar Trendsetter, bloß wir sollen denen nicht auf den Leim gehen. Ja, ich würde gerne diese Unterfütterungsthese und die Fluid Democracy-These in Zusammenhang bringen mit einem Punkt, der irgendwie für mich immer so ein bisschen hier im Raum steht, aber nie wirklich angesprochen wird oder nicht ausdrücklich angesprochen wird, Schwarz-Grün als Option nach der Bundestagswahl. Also zunächst mal will ich einfach nur die Übereinstimmung mit Ihnen zu Protokoll geben. Das, was Sie hier, wenn Ihnen da ein paar Minuten hier so Redezeit zugeordnet werden, dann müssen Sie ja das reduzieren auf eine dominante Botschaft. Meine Hauptbotschaft ist, dass so wie wir bisher Lagerwahlkämpfe organisieren, andenken, ist eine Diskrepanz zum Unterfutter. Das Ganze widerspricht ja nicht Ihrer wunderbar subtil differenzierten Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen. Das ist hier eine Kommunikationsform, darauf aufmerksam zu machen, weil die Wahlstrategen das so nicht ins Auge fassen. Und darauf kam es mir an. Der Rest, ich habe ein Buch über die Zukunftsgesellschaft geschrieben, das genau dieser Differenzierung gewidmet ist. Also insofern habe ich da ein ganz gutes Gewissen und kann es auch belegen. Also ich sitze jetzt nicht demütig mit schlechtem Gewissen hier, sondern da habe ich praktisch auch jeweils aufgezeigt, wie bestimmte dominante Trends immer Gegentrends auslösen. Na, ich habe... Als ich zur Schule gegangen bin, sagte mein Lehrer zu mir, du musst Hochdeutsch sprechen, sonst hast du keine berufliche Zukunft. Nun hat die Globalisierung sich so ausgetobt, dass in dem gleichen Ort wird Dialekt jetzt gepflegt. Da werden Dialektwettbewerbe gemacht, Dialektpreise mit hohen Honoraren verliehen, wer das besonders gut macht und so weiter. Gegentrend, ne? Globalisierung, Gegentrend. Also, da habe ich überhaupt keinen, wir sagen wie immer, dominant ist der Trend Säkularisierung. Schauen Sie sich mal an, nie wurden so viele Religionen neu gegründet wie heute, in diesem säkularisierten Zeitalter, Gegentrend. Also das stimmt alles, nur ich beleuchte das aus meiner Beobachtung dominante, wenn Sie so wollen, absolut dominante Denken der Wahlkampfstrategen, Taktiker, Organisatoren. Die gehen nicht von ihrer Gesellschaft aus, sondern die haben ein ganz klares Bild, wie man Wahlkämpfe erfolgreich gestalten kann. Und sie gehen von einer anderen, von einem anderen Substrat der Gesellschaft aus und einer anderen kommunikativen Verfasstheit der Gesellschaft. Und ich kann das insofern zusätzlich noch, wenn Sie wollen, individuell unterschreiben, weil ich vielfach in Anführungszeichen das Vergnügen habe, solche Wahlkampforganisatoren und Verantwortliche aus der Politik mir anzuhören bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich dann auch zu einem Vortrag gebeten bin. Da muss ich mir ja immer höflicherweise die alle anhören. Und irgendein Minister macht ein Grußwort. Und ich kann Ihnen sagen, meine Nervenkraft, ich bin ja ein ganz ruhiger Typ, aber meine Nervenkraft reicht immer weniger aus, das zu überstehen, weil es mit dem, was ich beobachte in der Gesellschaft, nichts zu tun hat. So, und die erzählen mir aber was, wo ich sage, ach, das war schön vor 20 Jahren. Aber die erzählen das als ihren Alltag von heute und gestern. Schluss aus. Was mache ich? Nur das können Sie sehen, wenn Sie mich dann bei so einer Veranstaltung mal beobachten. Ich setze mich hin und denke, in 14 Tagen muss ich einen Vortrag da und dazu haben, den schreibe ich mir jetzt mal auf. Die denken immer, der ist aber besonders konzentriert, der schreibt alles mit, was diese Minister da sagen. Es ist für mich ein völliges Überlebenstraining, diese absurde Wirklichkeitsfremdheit überleben zu können. So, das ist nur
dieser eine Punkt, auf den wollte ich Sie hinweisen. Und natürlich müssen wir doch auch in solchen Kontexten die von Ihnen angesprochene Komplexität immer wieder reduzieren, damit wir bestimmte Sachverhalte auf die aufmerksam machen können. Und das ist es und nicht mehr. Ich glaube, da können wir uns ganz gut verständigen, ohne dass wir hier kriegerisch auseinandergehen. Schwarz-Grün. Natürlich gehört das zu all dem dazu. Es gehört dazu, was Herr Radunski heute früh mehrfach gesagt hat, Rot, Grün, Rot. Es ist doch völlig klar, dass die Sache, lass uns nur mal darüber reden, SPD, Grüne, natürlich kriegen die keine Mehrheit. Ist doch so. Jetzt versetzen Sie sich doch in die Machtstruktur des Wahlabends. Sie haben höchstwahrscheinlich keine Mehrheit Schwarz-Gelb und Sie haben keine Mehrheit Rot-Grün. So, wer rückt plötzlich machtpolitisch in die Schlüsselrolle? Nicht Angela Merkel, weil die kann ja mit allen alles machen, sondern wie wird sich die SPD-Führung einlassen am Wahlabend? Am Wahlabend, denken Sie bitte an meine These von heute hier, am Wahlabend ist das die entscheidende Frage, ob die SPD-Führung sagt, ja, es ist doch wunderbar, als Juniorpartner in warme Watte ein paar schöne Ministerien zu haben. Wir können an der Gestaltung dieser Republik teilnehmen. Kann man eigentlich komfortabler leben? Das machen wir. Das machen wir. So, diese machtpolitische Option ist ja da. Oder ob Sie als SPD sagen, na, gucken wir uns das Wahlergebnis mal an. Es gibt ja eine Mehrheit im Bundestag. SPD, Grüne, Linke. Und nach dem Wahlabend werden Sie nicht mehr diese Sprüche von hier hören, dass das alles gar nicht gibt und dass das alles nicht sein kann und so. Weil in der Nach-Lafontaine-Ära, nach Schröder, nach Müntefering-Lafontaine-Ära gibt es kein wirklich tiefenpsychologisches Element. Davor gab es ein tiefenpsychologisches Element. Und das gibt es nicht mehr. Also gibt es auch keinen Grund, Nein zu sagen. Ich habe mit der SPD-Führung darüber gesprochen, weil ich gesagt, offen gestanden, wenn ich auf Ihrem Platz sitzen würde, ich wüsste, wie ich eine Mehrheit zusammenbringe, die mich ins Kanzleramt bringt. So, das ist sehr interessant, wie die SPD-Führung unentschieden darauf reagiert. So, und wenn Sie die Frage jetzt schwarz-grün entsprechend an Frau Merkel richten, Frau Merkel zögert doch keine Zehntelsekunde, wenn sie mit schwarz-grün eine Mehrheit im Bundestag hat, die zu machen. Sie müssen doch die mentale Verfasstheit und die fast geniale Fingerfertigkeit in der Machttechnik von Frau Merkel sich vor Augen führen, dann können Sie nicht auf die Idee kommen, Frau Merkel zögert da auch nur, warum auch. In Ihrer Denkform gibt es kein Argument dagegen, sondern eine schwarz-grüne Koalition würde ihr die Möglichkeit geben, einer programmatischen Vitalisierung ihrer programmatisch verdürrten Partei, wenn Sie so wollen. Das ist ausgetrocknet. Und Sie spüren ja den Druck, so kann doch eine Partei auf Dauer nicht existieren. Die muss doch programmatisch irgendwann revitalisieren. Und den Appell gibt es seit Jahren, aber dem ist nicht stattgegeben worden. Aber durch eine rot-grüne Koalition könnte es entsprechend sein. Und deshalb gibt es da kein Zögern. Ich habe neulich in einem anderen Kreis dieser Parteiorganisatoren gesessen und dann rief einer von denen aus, ja, dann werden wir wohl erleben, Sonntagabend, am Wahlabend, dann wird Frau Merkel schwarz-grün ausrufen. Da habe ich gesagt, nein, diese Bemerkung zeigt, dass Sie Frau Merkel nicht kennen. Das wird die Frau Merkel niemals machen. Sie wird schwarz-grün mittwochs ausrufen, nicht am Sonntag. Verstehen Sie, Sie müssen einfach diese Geschichte. Und so können Sie die anderen Konstellationen
entsprechend durchgehen und da bleiben viele Varianten übrig, aber diese Schwarz-Grüne entsprechend auch. Das hängt alles vom Ergebnis ab und deshalb ist aus meiner Sicht am Ende das Ergebnis weniger spannend, sondern was machen die Machtarchitekten anschließend aus diesem Datenmaterial? Peter Roth, bitte. Also ich finde sehr interessant, dass Sie, Herr Weidenfeld, unterscheiden zwischen einer Machtoption und einer, diese schwarz-grüne Koalition wäre so eine Machtoption. Aber da gibt es ja noch einen anderen Beteiligten, nämlich die Grünen. Und die haben möglicherweise eine längerfristige Strategie. Und unter dieser längerfristigen Strategie könnten Sie eigentlich nie diese Machtoption, die Ihnen sozusagen direkt vor den Füßen liegt, wirklich nehmen. Denn Sie denken daran, mal tatsächlich eine Regierung zu haben. Und deshalb müssen Sie in der Opposition bleiben. Also, wenn ich sofort darauf etwas sagen kann, das ist von Ihnen gut gemeint. Aber das unterschätzt das vegetative Nervensystem von Politikern. Das vegetative Nervensystem sagt Ihnen nicht, es ist doch so schön, da wollen wir nicht in der Opposition bleiben, da haben wir das Paradies auf Erden und so. In dem Moment, wo Sie auch die Konkretion dieser Machtoption vor der Nase hängen haben, wie so eine Banane oder eine Möhre, dann beißen sie auch zu und dann nehmen sie das. Und der Punkt ist natürlich zusätzlich, in einer ruhigen Minute wird die Grünen-Führung auch darüber nachdenken, ob es ihr mittelfristig nicht sogar einen weiteren deutlichen Schub bringt. Also sie haben eine ganz stabile, wahrscheinlich im Parteiensystem, im Moment die stabilste Konfiguration der Parteien bei den Grünen. Die haben sie. So stabil, immer so um die 15%, da kann nichts schiefgehen. Inzwischen, ja, hochtraditionell verbürgerlicht und so, das ist ja nicht mehr diese alle. Aber warum sind sie so stabil? Weil sie im Unterschied zu den anderen Parteien in einem ganz präzisen Profil über Jahrzehnte ein Profil beibehalten haben. Den Pazifismus haben sie leicht zur Seite gelegt, aber den Rest haben sie so beibehalten. Und das bindet Menschen. Das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was ich vorhin gesagt habe, als eine große Möglichkeit strategischer Art. Entwickeln sie ein Gesellschaftsbild, das bindet. Im kleinen Ausschnitt für sich haben die Grünen das gemacht. So, das könnte man aber für große Volksparteien als großes Erfolgsmodell entsprechend entwickeln. Also von daher gehe ich davon aus, dass die Grünen sich da nicht dann durch so eine hehre Überlegung hindern lassen würden, da wirklich zuzulangen. Kommt noch hinzu, für mich ist ein interessanter Beleg auch für die Veränderung der Parteikultur. Sie waren neulich beim gemeinsamen Gespräch dabei, als ich zur grünen Strategin gesagt habe, das ist ja alles sehr solide, da 15%, wunderbar, kann man nur gratulieren. Aber es gibt auch Wege, noch was draufzusatteln. Sagen wir mal 3-4% draufzusatteln. Ich würde Ihnen dann den Rat geben, wenn Sie die Ambition haben, bringen Sie nochmal wieder etwas stärker von dieser spirituellen Kommunikation ein, die Sie am Anfang gehabt haben. Was ich damals nicht gesagt habe, was ich in unserem kleinen Kreis hier mal unter uns sagen kann, was mir durch den Kopf damals gegangen ist, der Bundeskanzler Kohl war ja völlig beunruhigt durch dieses Aufkommen der Grünen und er sah die Grünen graben in seinem Wählerbereich ab durch spirituelle Ansagen. Gesellschaft mit menschlichem Gesicht, die Schöpfung bewahren, typische Sprüche. Und dann fing Kohl an, da zu konterkarieren, indem er selbst diese Sprüche brachte, die später Kirchentagsüberschriften waren.
Also versuchen, dass die das nicht... So, und Sie werden sich erinnern, als ich den Grünen dieses Erfolgsrezept mit auf den Weg geben wollte, haben Sie doch dann ergriffen, gesagt, ja, ja, Sie haben recht, aber wie macht man das? Anfang der 80er Jahre hätte die grüne Führung nicht nachgefragt, wie macht man das? Die hätten das aus dem vegetativen Nervensystem her artikuliert. Und so sehen Sie, wie politisch-kulturell sich die Dinge dann doch verändert haben. Ralf Tilz fühlt sich provoziert zu einer Intervention. Das wird gefährlich. Sie haben das jetzt so geschildert, als gäbe es für Koalitionsaussagen und tatsächliche Koalition keine Vor- und keine Nachgeschichte, sondern nur eine machtpolitische Entscheidung am Wahlabend oder drei Tage später. Das ist natürlich nicht der Fall. Insofern werden sowohl Frau Künast als auch Christa Sager Ihnen sagen, wenn man vor der Wahl in der Koalitionsaussage von Seiten der Grünen wankt, dann hat man ein Wahlproblem, weil man innerhalb der grünen Wählerschaft enorme Verluste anvisieren muss, wenn man alle Optionen sich offen hält. Und auch die SPD in Hessen-Erfahrung, gehen Sie mal zurück, wenn Sie von Vertrauensverlust sprechen und Glaubwürdigkeit, dann können Sie eben nicht am Wahlabend die Erzfeindin gleich zu einem Gespräch an den Tisch laden. Also insofern gibt es da, ich weiß nicht, inwieweit Sie mit der Grünen-Führung darüber gesprochen haben, ob Sie da so offen sind. Es gibt innerhalb der Grünen eine erhebliche Konflikt innerhalb der Partei für unterschiedliche Koalitionsoptionen und die Führung wird sich nicht einfach ganz lapidar darüber hinwegsetzen, weil sie im Nachhinein sowohl mit der Wählerschaft als auch mit ihrer eigenen Partei ja noch Regierungshandeln an den Tag legen muss. Ja, soll ich sofort... Ich würde gerne noch zweite Wortmeldung dazu nehmen. Also bei diesen Koalitionsdebatten hat man immer auch den Eindruck, dass die jeweiligen Personen, die argumentieren, damit parteipolitische Hintergedanken verfolgen. Koalitionsdebatten sind nie frei von taktischen Erwägungen. Deswegen gestatten Sie, Herr Weidenfeld, mir die Anmerkung, so ein bisschen beschleicht mich der Verdacht bei Ihren Aussagen, dass Sie Merkel-Politik gerade betreiben. Wenn man ganz nüchtern die grüne strategische Lage betrachtet, ist sie doch wirklich ganz einfach. Am meisten profitieren die Grünen auf mittlere Sicht von einer SPD an der Regierung, die sich dort weiter verschleißt. Alles, was die SPD an der Regierung versaubeutelt, strömt mittelfristig den Grünen zu. Und zweitens, die innerparteiliche grüne Entscheidung für Schwarz-Grün ist viel komplizierter, viel risikoreicher, viel verlustreicher als die grüne innerpolitische Entscheidung gegen Schwarz-Grün. Gegen Schwarz-Grün, da werden auch ein paar meckern, Herr Kretschmann vielleicht, aber ansonsten steht die Partei das wunderbar durch. Aber eine Entscheidung pro Schwarz-Grün stellt diese Partei wirklich unter eine massive Belastungsprobe. Deswegen, wir spekulieren ja hier mehr oder minder bloß auch taktisch interessiert herum. Aber ich würde spekulativ sagen, die Grünen werden das nicht machen, weil sie es nicht machen dürfen und weil sie nichts davon haben. Ja, das ist Originalton aus solchen Versammlungen. Das ist doch ganz klar. Das war jetzt ist nicht mein Feld. Mein Feld ist gewissermaßen... Mein Feld ist die absolut distanzierte Beobachtung, in welchen Konstellationen welche Akteure vorgehen. So. Und eine schwarz-grüne Geschichte kommt natürlich nur in Frage, wenn keine andere machtpolitische Option gezogen wird. So. Und dann, darauf wollte ich aufmerksam machen. Und so lapidar wird es ja selbst eine Angela Merkel nicht schaffen. Deshalb habe ich vorhin dieses lustige Beispiel genannt, dass ich gesagt habe, die wird es nicht am Wahlsonntag, sondern erst am Mittwoch danach, wenn es von der Konstellation her erzwungen wird, tun. Dass es in den Parteien bei all solchen Sachen innere Konflikte gibt, das müssen wir einfach zu Buche nehmen. Das gilt bei den Grünen, das haben sie aber auch bei anderen Koalitionskomponenten
beobachten können. Als 1982 die FDP die Koalition gewechselt hat, gab es auch dramatische, spektakuläre Austritte und Übertritte. Das ist ja nie eine Geschichte, die einfach mal so per Fingerschnippen läuft. Das müssen wir doch einfach entsprechend unterstellen bei der Geschichte. Und bei dem Thema verbunden damit, dass das eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte alles hat. Das ist immer der Fall. Das ist immer der Fall. Woher wissen Sie so genau, dass wir nicht in dieser Vorgeschichte drin sind? Woher wissen Sie das so genau? Ja, weil Sie es zufälligerweise nicht wissen. Nein, der Punkt ist doch der, diese Vorgeschichten und Nachgeschichten, also die Vorgeschichten, sind immer nicht spektakulär öffentlich gelaufen, sondern sie sind öffentlich begleitet worden. So. Und sagen wir, wenn diese Option erzwungen wird durch das Wahlergebnis, kann ich Ihnen leicht eine kleine Geschichte der vorbereitenden Begleitung schreiben dazu. So, die verschiedenen Zitate von dem und so weiter und so fort. Und dann wird es in der Stunde X gemacht. Ich will Ihnen mal ein Beispiel dazu nennen. Ich war dabei, als 1977 Genscher den Koalitionswechsel vorbereitet hat, der 82 vollzogen worden ist. 77, also Koalitionswechsel haben ihre Vorgeschichte. Wenn wir hier 1978, 79 zusammengesessen hätten, hätten Sie die kraftvolle Rede gehalten, Sie übersehen, wenn ich angedeutet hätte, es kommt zu einem Koalitionswechsel, Sie übersehen, es gibt gar keine Vorgeschichte. Natürlich gibt es für so etwas Vorgeschichten und es gibt dann entsprechende Nachgeschichten. Und der für mich im Moment, nicht, dass wir auf ein Nebengleis abrutschen, Schwarz-Grün ist die eine Variante, aber nicht die für mich wahrscheinlichste. Die andere ist für mich viel interessanter. SPD, Grüne, Linke. Und da gibt es auch eine Vorgeschichte. So, und das ist doch der dramatische Fall. Und da habe ich auch mit den Oberen gesprochen. Und ich habe kein wirkliches existenzielles Hindernis wahrgenommen. Wenn Sie einmal mit denen die tiefen psychologischen Hintergründe besprechen, dann kriegen Sie die sehr schnell raus aus der Zeit der Lafontaines-Umgebung und so. Aber heute, nee, die Tiefenpsychologie ist nicht mehr gegeben. Natürlich, wenn Sie heute nicht abbröseln wollen, kann ich da nachvollziehen, dass die im Wahlkampf jetzt nicht sagen, wir wollen doch bitte eine Koalition mit der Linken und so. Aber dass es eine reale Option ist, liegt auf der Hand. Nach der Wahl reden wir drüber. Im Kern geht es ja um die Frage, welchen Preis ist eine Partei als Organisation mit einer bestimmten Kultur, der Begriff ist hier ja auch gefallen, bereit zu bezahlen für die Machtoption. Ne? Ist das organisationskulturell zu vermitteln oder nicht? Und da gibt es weiteren Diskussionsbedarf. Lothar Probst hat es sich gemeldet und hinten rechts Sie bitte auch. Also wir sind ja jetzt dabei, ein wenig zu spekulieren. Und Herr Weidenfeld hat, glaube ich, am Anfang zu Recht gesagt, dass es zu früh ist, eigentlich zu wissen, was letzten Endes die Mehrheiten sein werden, die nach der Bundestagswahl herauskommen. Nun, wenn wir spekulieren, gibt es natürlich gute Gründe dafür, und da gebe ich allen recht, die das eben auch eingewandt haben, nicht daran zu glauben, dass es zu einer schwarz-grünen Koalition kommt. Innerhalb beider Parteien ist das sozusagen die Option, die am wenigsten Unterstützung erfährt. Auch in den Umfragen sieht man immer wieder, dass eine schwarz-grüne Koalition unter allen möglichen Koalitionsoptionen die wenigste Unterstützung hat. Wir haben das Problem Bundesrat, sozusagen eine schwarz-grüne Regierung, vor allen Dingen die Grünen müssen gegen 6 rot-grün regierte Länder arbeiten in einer schwarz-grünen Koalition. Also all das sind sicherlich gute Gründe und trotzdem würde ich an einem Punkt Herrn Weidenfeld mit seiner These verteidigen, vollkommen unabhängig davon, ob das eine wahrscheinliche Option ist. Ich glaube, es ist keine wahrscheinliche Option. Nun, der eine Grund ist, wir dürfen nicht vergessen, dass innerhalb von Parteien auch die Parteieliten und ihre persönlichen Ambitionen, auch ihres Führungspersonals, eine gewisse Rolle spielen. Wir haben jetzt eine Führungsgeneration bei den Grünen, für die es die letzte Chance ist,
noch mal gestaltend an einer Bundesregierung mitzuwirken. Das ist ein Argument, das ist auch kann in bestimmten Situationen ein starkes Argument sein. Das zweite Argument, es kommt natürlich immer darauf an, wie die Konstellation tatsächlich nach der Wahl ist und welche Optionen auf dem Tisch liegen. Nun, wenn die Grünen ein Angebot bekommen, von der anderen Seite eins der wichtigsten Projekte mitzutragen, welches die Grünen versuchen, auch ins Zentrum ihres Wahlkampfes zu stellen. Ich rede über die Energiewende. Wenn Sie sozusagen dort etwas angeboten bekommen, was Ihnen die Chance gibt, in dieser Regierung auch Profil zu entwickeln, ähnlich wie Ole von Beust in Hamburg Ihnen mit der Schulreformpolitik etwas angeboten hat, was sozusagen den Eintritt in die Regierung leichter gemacht hat, dann könnte daraus ein Projekt entstehen, was in der Tat auch für die Grünen interessant wäre. Ich halte das alles nicht für sehr wahrscheinlich, aber ich glaube, da haben wir eine Motivlage, die durchaus zusammenbringen kann, was zunächst einmal als sehr unwahrscheinlich gilt. Und von daher, wie gesagt, würde ich diese Option zumindest nicht vollkommen ausschließen. Ja, vielen Dank dafür. Ich will nur eins sagen, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Ich habe ja in meinem Vortrag gar nicht von der schwarz-grünen Perspektive gesprochen, sondern das ist hier mit einer Nachfrage aufgekommen. Und daraufhin habe ich auf dieses fluide Unterfutter hingewiesen, das so etwas ermöglicht. Also vor 15 Jahren hätte ich Ihnen ja sofort sagen müssen, schauen Sie sich das Unterfutter an, das gibt so etwas nicht her. Heute ist es so fluide geworden, dass es das natürlich auch hergibt, wenn Sie wollen. Und die Frau Bundeskanzlerin, wenn Sie von diesem existenziellen Großprojekt sprechen, da würde ich sagen, die Grünen-Führung kann mich vorher fragen, dann sage ich Ihnen zwei oder drei Großprojekte der Seelenerhitzung der Grünen, das wird die Bundeskanzlerin Ihnen alles zugestehen. Das ist doch, deren Denken ist ein anderes. Wenn darüber diese Machtoption zu realisieren wird, dann werden diese zwei, drei Großexistenzprojekte, die werden dann da auch aufgebaut und auf den Gabentisch gelegt. Das ist doch überhaupt keine, da wird die keine Minute zögern, das zu tun. Und insofern muss man darüber auch entsprechend kühl in Ruhe nachdenken als eine Option. Aber ich will hier nicht als der Prediger für Schwarz-Grün erscheinen. Das ist Ihre freundliche Frage gewesen, auf die ich geantwortet habe. Aber die muss man halt mit einbeziehen. Ich möchte nochmal an die letzte Wahl in Berlin erinnern, vor einem guten Jahr, wo ein halbes Jahr vor der Wahl die Option war, grüne Bürgermeisterin und alle davon träumten. Und nach der Wahl die Grünen taktisch doch eher in der Amateurliga spielten und sich dermaßen verhielten, dass sie sagten, wir ketten uns an die SPD und vorher schon sagen, wenn der Kilometer Autobahn gebaut wird, dann nicht. Der wird es trotzdem gebaut mit der CDU. Und ich denke, aus diesen Geschichten und danach sich zerfleischt haben zwischen linken Flügel, der Wahlergebnisse nicht akzeptiert haben in der Fraktion. Und ich denke, die Grünen werden daraus gelernt haben oder sollten daraus lernen. Das andere hat mein Vorredner schon gesagt, ich denke, dass für Renate Künast, Jürgen Trittin, Claudia Roth, ist der letzte Dampfer ist Richtung Macht. Ansonsten bleibt nur noch die Option Vorsitzender der Böll-Stiftung oder Ähnliches, also so ein Rentnerjob. Ich denke, Peter Radunski kann gleich das Wort ergreifen. Um den Vorsitz der Böll-Stiftung und auch der Adenauer-Stiftung je, würde es in entsprechenden Koalitionsfragen natürlich dann ein Riesengerangel geben. Das wäre dann die eigentliche Wahlkampfsituation. Nein, ich möchte auf das anders hinaus. Sie haben jetzt, wie ich finde, sehr plausibel, auch was hier gesagt wurde, angerissen, was nach der Wahl sein kann. Wobei mir immer auch noch klar ist, dass es durchaus eine interessante Option für die Grünen geben könnte, in der Opposition gewissermaßen tatsächlich zur zweitstärksten Partei zu werden. Eigentlich so erkläre ich mir auch ein bisschen das ganze Programm, das da ist und so weiter. Weil sie denken, die anderen werden dann scheitern und dann kommt es doch zu großen Steuererhöhungen, kommt es doch zu größeren Anstrengungen und so weiter. Das ist zumindest eine Folie, auf der man sehr gut weiterkommen könnte. Aber interessanter für mich ist eigentlich jetzt sind jetzt so die 4 Wochen vor der Wahl. Heute können wir ja noch gelassen über den Lagerwahlkampf sprechen. Aber ich habe ja noch nie so etwas Unwahrhaftiges von den Parteien erlebt wie diesmal. Der Lagerwahlkampf,
gehöre mit zu denen, die ihn sehr propagiert haben. Es gibt auch ein großes Dokument von Heiner Geißler und mir, wo wir das Thema sehr ausgeführt haben. Strauß war damals dagegen, wir haben einen riesen Ärger gekriegt. Ich sage nur, damals haben wir den auch ganz bewusst gemacht, weil wir wissen, wir hatten gar keine andere Chance. Wir mussten einen Lagerwahlkampf machen, weil wir die FDP bei uns nicht verlieren wollten. Damals gab es ja nur eine Partei, die zwischen den anderen Parteien gehen konnte. So, aber jetzt diesmal. Nehmen wir mal an, ich meine, die CDU, was sollte sie alles sagen, als sie sagt, sie geht mit dieser Regierung weiter? Sie hätte sonst die ganzen Regierungsleistungen in Frage stellen können und so weiter. Den Fehler hat die SPD das letzte Mal gemacht, dass sie sich überhaupt nicht mit den Leistungen der Großen Koalition identifiziert hat. Das macht die CDU natürlich nicht. Die finden alles gut, was Schwarz-Gelb gemacht hat als Regierung. Aber um auf den Kernpunkt zu kommen, die CDU weiß genau, dass Schwarz-Gelb sicher nicht die erste Option nach der Wahl sein wird. Und genauso wissen es Rot-Grün, dass sie wahrscheinlich nicht die Mehrheit erreichen. Wir müssen nicht spekulieren, aber ich will sagen, wo es wahlkampfrelevant wird. 3 Wochen vorher, Umfragebilder immer die gleichen. Keiner von beiden hat die Mehrheit. Was passiert denn dann? Wer spricht denn dann eine Frage an? Meiner Ansicht nach müsste die CDU schon aus politischen Gründen dann ganz stark die Dreierkoalition Rot-Rot-Grün in Frage stellen und als Gefahr an die Wand malen und kämpfen. Und genauso dürfte es aus der Presse und in Interviews und so weiter dauernd die Frage gehen, dann mit wem wollen sie denn eigentlich gehen? So geht es doch gar nicht. Die Spitzen der verschiedenen Parteien, die sich jetzt in diesen Lagerwahlkampf haben reinrammen lassen, der eigentlich ja nicht mehr so sehr der grundsätzlichen Konstellation, der auch der Unterfütterung, wie Sie so schön sagen, besteht, haben da eine große und schwere Zeit. Und ich glaube, das wird ein Riesenthema, nicht nur nach der Wahl, sondern schon vor der Wahl. Ja. Aber so wie Sie das beschreiben, ist es ja auch eher ein Lagerverhinderungswahlkampf und müsste nicht ein erfolgversprechender Lagerwahlkampf, auch als Frage an Sie, Herr Weidenfeld, tatsächlich dann auch für ein Projekt stehen? Also Lagerwahlkampf, wofür denn eigentlich? Ja, also das, worauf ich ja hier zunächst mal in der Kernbotschaft hinweisen wollte, war diese Veränderung der Unterfütterung. Und wie geht man damit um? So, Sie sehen jetzt wenn Sie die Wahlstrategen fragen, die sagen, na, was heißt hier Veränderung der Unterfütterung? Wir haben hier ein klares Wahlkampfkonzept und so, das haben wir heute auch gehört und so, ist alles wunderbar. Ich wollte nur darauf hinweisen zunächst mal. Dann kommt das Thema, was macht man angesichts dieser Ausgangslage in den letzten 4 Wochen vor der Wahl? Denn wenn ich nicht diese Art Konfiguration habe, das habe ich ja gesagt, das hat man nicht, was bleibt eigentlich übrig? Es bleibt übrig als Wahlkampfstrategie eine situative Dramatisierung. So, also jetzt hängt es davon ab, in welcher Wahlkampfarena Sie da sitzen. Ne? Was wird da dramatisiert? Also, wenn ich in den Daten wirklich sehe, am Ende kann man ablesen, keiner hat eine Mehrheit. Am Ende hätte Rot-Grün-Rot eine Mehrheit. Das kann also, und man würde in der Merkel-Kampagne sitzen. Ja, dann müsste man natürlich diesen Abgrund der Republik in Rot-Grün-Rot da aufführen. Untergang der Republik in dieser Form. So, damit mobilisiert man. Ich bin auch ziemlich sicher, dass so etwas dann kommen wird, denn unter Existenzbedrohung der Regierung werden auch Leute kreativ. Da bleibt ja nicht viel anders übrig, als diese Kreativität zu entwickeln. Auf der anderen Seite, ja, die führen Lagerwahlkampf. Aber gegen ein Lager, das bisher gar nicht erwähnt ist. Genau, genau. Nein, nein. Ich sage ja nicht, dass kein. Ich sage, die führen einen Lagerwahlkampf, obwohl es das Unterfutter nicht hergibt. Aber um im Radunskischen Sinne erfolgreich zu sein, reicht das ja. Es reicht ja. Ne? Und vielleicht lernen die dann danach dazu. Aber jetzt reicht es. Und dann wird dieser Lagerwahlkampf in dem Sinne geführt. Und dann wird vor dem anderen Lager gewarnt. Ne? Wenn das Datenmaterial nichts anderes hergibt. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich in die Kampagne der SPD hineinversetzen und Sie sehen, oh, die können am Ende doch ganz leicht die Nase vorn haben, können Sie das natürlich genauso die Abgründigkeit zum Thema machen. Die alte Kanzlerin,
die zum dritten Mal antritt. Das hat es in der Republik noch nicht gegeben. Also ein Kohl wäre abgewählt worden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Kein Willy Brandt hat die dritte Wahl geschafft, kein Helmut Schmidt hat die dritte Wahl geschafft und so weiter. Nur Adenauer, der Erste, der Gründungskanzler. Danach ist es rum. Und diese alte Kanzlerin, und dann würde ich sofort, was Sie ja in Andeutungen jetzt schon medial entsprechend verfolgen können, die Nachfolgefrage aufwerfen. Wenn Sie Frau Merkel beschädigen wollen, dann müssen Sie die Nachfolgedebatte führen, jetzt. Die Nachfolge. Und jetzt fällt der bisher begabteste Nachfolger, der Verteidigungsminister, aus. Was wird aus dieser Republik? Das ist doch völlig klar, dass wenn Frau Merkel die historische Figur wird und ein drittes Mal zum Kanzler gewählt wird, ist aber trotzdem beim vierten Mal. Jetzt schauen Sie sich in den Umfragen das an. Wenn es ein kritisches Element zum Bild Merkel gibt, bei allen Positiven, ist es diese Verweildauer im Amt. Das mögen die Leute nicht. Also würde ich die Verweildauer im Amt zur aggressiven Gegenattacke in der Wahlstrategie machen und so weiter. Aber das bewegt sich alles in einem Lagerdenken. Und das wird natürlich praktiziert, weil wie wollen Sie denn, wenn Sie bisher Lagerdenken praktiziert haben, 4 Wochen vor der Wahl das auf einmal als nicht mehr existent darstellen? Ist doch alles nicht. Ich darf noch einen anderen Hinweis geben, im Blick auf die machtpolitische Umsetzung möchte ich anregen, daran zu denken, dass es kreativere Formen der Politik gibt als alles das, was wir immer dann traditionell wieder einbringen. Ich will eine Form mal nennen, weil vorhin wurde genannt, unterschiedliche Mehrheit im Bundestag und Bundesrat. Das gab es ja auch schon 100 Mal in der Republik, also unterschiedliche Mehrheiten. Wie geht man damit um? Dann gab es viele Phasen, wo man sich einfach nur ausgebremst hat. Eine kreative Variante, in die mein Zentrum involviert war, war in der Ära Schröder. Da gab es eine Mehrheit der Union im Bundesrat, Mehrheit der Regierung Schröder im Bundestag und die haben sich blockiert. Dann hat der Schröder immer die Führung der anderen eingeladen zum Gespräch, um diese Blockade zu überwinden. Und dann hat er die Opposition vorgeführt, weil er ihr kommunikativ überlegen war. Und hat die gewissermaßen hier die Medienvertreter, die haben dann immer die Federn sich wund geschrieben, wie da die Oppositionsführung unfähig war, sich dem zu stellen. Dann wusste Schröder, wenn er die beim nächsten Mal einlädt, die kommen nicht mehr, die wollen doch nicht pausenlos vorgeführt werden. Dann hat er bei uns nachgefragt, 2002, können Sie nicht zum Gespräch einladen, beide Seiten, Lösungspapiere vorlegen und wir treffen uns dann. Dann haben wir uns von 2002 bis 2004 jeweils viermal im Jahr von 10 Uhr bis 18 Uhr getroffen und haben das ausgehandelt. In der Sache, die völlig unspektakulär war, aber kreativ im Instrumentellen. Ja, wieso sollen wir denn immer nur in ganz traditionellen Blockaden verharren, wenn es darauf ankommt, wird die Politik dann ganz kreativ und entwickelt auch völlig neue Formen im Ablauf. Sind wir schon beim Thema Regierungsführung, aber es gibt noch eine weitere Wortmeldung, Viola Neu, zu unserem Thema Wahlkampfstrategien, nehme ich an. Bitte. Ja, ich habe eine Frage, und zwar, Sie haben ja quasi einen philosophischen Kontext angesprochen. Sie sprachen von dem großen Narrativ, das es früher gegeben hätte, das verloren gegangen sei. Sie sprachen von Erklärungs- und Deutungsmacht der Parteien. Auch da sahen Sie Defizite. Jetzt würde ich Sie gerne mal in die Rolle eines Politikberaters versetzen und für jede der Bundestagsparteien ein großes Narrativ entwickeln, welches Parteien tatsächlich dann auch verwenden könnten. Wie ist Ihr Honorar, wenn ich das jetzt hier mache? Darüber verhandeln wir später. Also ich nehme Ihr Honorarangebot dann entgegen und dann äußere ich mich dazu. Weil das ist mein Glückwunsch zu dieser wunderbaren Frage, weil das natürlich eine Frage von einer Qualität ist. Wenn ich die Ihnen jetzt so beantworten würde, verstehen Sie, ich bin politikberatend seit Anfang der 70er Jahre tätig. Und
ich wäre nie auf die Idee gekommen, in einem solchen Kontext hier so etwas zu sagen. Weil damit wäre es beendet gewesen. Und von daher will ich meinem Berufsstand weiter die Treue halten und das dann möglicherweise in anderer Gesprächsform mit Ihnen klären. Also worauf Frau Neu hier natürlich humorvoll auch abhebt, ist die Tatsache, dass der Versuch, diese Narrative zu entwickeln, kein ganz einfacher ist und die Parteien diese Suchbewegungen ja schon des Längeren vollführen. Das, was Sie beschrieben haben als die Entkoppelung zwischen der Arena der Macht, der Parteistrategen, auch der professionellen Politikbeobachter einerseits und dem, wie Sie es formuliert haben, gesellschaftlichen Unterfutter andererseits, der tritt ja in der Tat immer deutlicher zutage. Und ich würde hier schon auch die These wagen, dass die Diskussion über Koalitionsoptionen die Breite der Bevölkerung gar nicht bewegt, sondern das ist auch, denke ich, eher eine Debatte, die wir in dieser zuerst genannten Arena anzusiedeln haben. Und insofern, wenn den Lagern die Kontext Begründungen fehlen, wenn man eben nicht deutlich machen kann, wozu wollen wir dieses Lager eigentlich haben, dann reduziert sich das eben sehr stark auf diese machtstrategischen Farbenspiele. Und die große Frage ist, locke ich damit die Wähler an die Urne? Ne? Und da würde ich doch nochmal ein nachdenkliches Fragezeichen setzen wollen. Und das hängt durchaus dann eben auch wieder zusammen mit der, ob man jetzt den Begriff Narrativ verwendet oder eben Zukunftsbilder sagt. Da haben wir, denke ich, wirklich auch ein Defizit und das kann man als Schwäche benennen. Allerdings würde ich dann auch sagen, das betrifft nicht nur die Parteien, sondern auch andere Eliten in dieser Gesellschaft, die hier vielleicht die notwendigen Begründungsmuster auch nicht liefern. Und die Frage ist ja auch, geht das top-down oder sind da vielleicht auch die Potenziale dieser neuen Ansätze von Politikvermittlung, die hier eben kreativere Wege suchen? Ja, haben Sie recht. Das, was ich vorhin mit der Smart Power kurz angetönt habe, ist ja nicht ein Privileg nur von der Politik. Da alle gesellschaftlichen Eliten, die in irgendeiner Weise dazu beitragen können, sind ja da gleichermaßen gefragt. Deshalb können wir auch dankbar sein, wenn wir hier heute Vormittag so große Erklärungsmuster hören. Das sind ja auch so Deutungsmuster. Ne? Gibt es weiteren Aussprachebedarf? Bitte, dann Ihre Wortmeldung können wir gerne noch dazu nehmen. Schönen guten Tag, Johannes Oschlies. Ich habe eine kurze Frage. Sie hatten mehrfach diese Möglichkeit Rot-Rot-Grün angesprochen. Bisschen lauter, bitte. Mich würde interessieren, wie Sie das Verhältnis zwischen SPD und Linken heute einschätzen würden und wie Sie begründen würden, warum es immer noch ja diese deutliche Weigerungshaltung gerade von der SPD gibt, zusammenzuarbeiten. Und meinen ja einige Witzbolde, die sagen, okay, wenn die mit den Linken koalieren müssen, dann wären sie in Gefahr, Teile ihres eigenen Wahlprogramms umsetzen zu müssen. Oder andere meinen, es ist eben, die Linken sind für die SPD sowas wie das wandelnde schlechte soziale Gewissen wegen eben der Sozialpolitik in der Vergangenheit. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass vielleicht das größte Mobilisierungshindernis für die SPD darin besteht, dass sie keine klare Machtoption den Wählern offerieren könnten? Ich meine, bei Rot-Rot-Grün, da wäre eine realistische Perspektive da, dass die eine Mehrheit hätten. Bei Rot-Grün, da denken viele Wähler, die haben eh keine eigene Mehrheit. Also all das, was an Wahlkampf läuft, mobilisiert uns nicht, weil wir wissen, dafür reicht es eh nicht. Also wie wäre da Ihre Einschätzung? Vielen Dank. Also zunächst einmal muss man gewissermaßen bei der Wahrnehmung der Linken durch die SPD im Auge behalten, die dramatische, geradezu existenzielle Phase
der Ausdehnung der PDS nach Westen und die Führung Lafontaine des früheren SPD-Vorsitzenden. Das ist ein Vorgang, den man in einer Parteigeschichte nicht einfach mal so wegsteckt. Verstehen Sie, das ist schon ein tiefer, kann das in die Seele nicht einschneiden als so etwas. Also ein durchaus ja nicht unpopulärer Vorsitzender einer Partei tritt zurück und mobilisiert die schärfste Form der Konkurrenz. So, damit ist ein Feindbild geschaffen, das Sie nicht einfach irgendwann mal in die Regale ablegen, sondern das geht ganz tief. Ich habe mich sehr viel mit Lafontaine darüber unterhalten, was ihn eigentlich bewegt hat, und das wäre ein eigenes Buch wert. Also das geht einfach, das geht bei ihm ins Existenzielle, tiefenpsychologisch Existenzielle, und es geht bei der SPD-Führung entsprechend. So, ein solcher Vorgang, der hat Nachhall. So in dieser Nachhallphase sind wir. Der reduziert sich in seiner Dramatik, aber hat noch einen Nachhall. So würde das, die Überlegung der SPD-Führung muss natürlich in einer jetzigen Situation sein. Würden Sie jetzt ganz locker sagen, na, machen wir doch mit dieser Linken zusammen. Gibt es genügend potenzielle SPD-Wähler, die irritiert sind? Mit denen, die ihr doch bis gestern mit Recht zutiefst bekämpft habt und so. Und es hätte ja ohne den Lafontaine-Schritt die Niederlage Schröder 2005 ja nicht gegeben. Das müssen Sie ja auch sehen. Der Lafontaine war in seinem Denken erfolgreich. Der wollte Schröder zur Strecke bringen. Und das hat er geschafft. So. In dieser Nachhallphase kann man jetzt nicht einfach die Linke so behandeln wie jede andere Partei. Dann macht man, und dann befürchten die, sie peppeln die dadurch noch hoch. Dadurch, dass sie so völlig locker selbst ein paar Wähler verlieren, die Linke eventuell dazu gewinnt. Deshalb kann man diese Überlegung erst nach der Wahl reflektieren. Je nach Ergebnis. Und dann reflektieren, was macht man machtarchitektonisch daraus und welche Option gibt es, und dann wird man mit sich ringen, wenn es zwei Optionen gibt, entweder mit der CDU eine Koalition oder diese andere Variante, da wird die SPD-Führung mit sich ringen. Das ist der Punkt. Aber ich würde keine Variante ausschließen, nicht heute als Wahlkampfargument. Wenn Sie damit anfangen, ist die Sache sofort verschwunden. Aber nach der Wahl, nach dem Wahlabend, ergeben sich die verschiedenen Machtoptionen. Und da gibt es Kräfte in der SPD, die diese Machtoption Große Koalition ja bevorzugen. Und es gibt Kräfte, die sagen, noch mal gucken, ob wir nicht andere Mehrheiten zusammenbekommen. Und insofern sind beide Varianten durchaus realisierbar. Für eine ganz knappe Intervention wäre noch Zeit. Und für eine kürzere Antwort. Vorbei. Die wahrscheinlichste Variante ist doch, Status quo, weder Schwarz-Gelb noch Rot-Grün hat eine Mehrheit. Aber was hat denn Schwarz-Grün, Rot-Grün, Schwarz-Gelb gegenüber im Vorteil? Und zwar die Bundesratsmehrheit. Das haben Sie noch gar nicht beleuchtet. Die Ausgangslage für eine rot-grüne Minderheitsregierung ist doch ungemein günstiger als eine Ausgangslage Schwarz-Gelb oder gar Schwarz-Grün, weil auch Schwarz-Grün hätte keine Bundesratsmehrheit, sodass, wenn Sie Machtoptionen ausschöpfen, Sie mindestens das nennen müssten, dass es eine Debatte geben kann, eine Minderheitsregierung Rot-Grün. Und dann gilt meine Frage nach Ihrer Erfahrung, bricht dann die Welt zusammen, werden dann alle Redaktionsstuben den Untergang des Abendlandes aufzeichnen, oder kann man ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen sagen, okay, dann machen die das mal 9 Monate und dann können die sagen, wir wollen eine eigene Mehrheit. Diese Option hätte ich doch gerne noch mal ausgedeutet. Kurze ja. Schlussbemerkung bitte, Herr Weinberg. Also im machtpolitischen Spiel heutiger Provenienz spielt diese klassische
alte Frage Mehrheit Bundestag, Bundesrat nicht mehr diese herausragende Rolle. Und zwar, weil diese Republik erlebt hat, wie man mit diesen verschiedenen Varianten umgehen kann. Es ist ja nicht, wenn Sie sich mal anschauen, in all den jetzigen Zeiten, wo es unterschiedliche Mehrheiten gibt, ist es ja nicht, dass von vornherein die ganze Republik stillsteht, sondern da geht man so oder so mit über, dann überlegt man, wie macht man bestimmte Entscheidungsvorbereitungen, für die man gar keine Bundesratsmehrheit braucht und so weiter und so fort. Da können Sie ja geniale Kreativität in Politiker und Administratorenköpfen auf einmal entdecken, wie man das alles so umgehen und so handeln kann. Also diese Argumentation kam heute hier nicht auf, weil sie aus meiner Beobachtung auch nicht mehr diese große Schlüsselrolle früherer Jahrzehnte spielt. Also die Spitzen, diese virtuosen Spitzen können damit inzwischen ganz gut umgehen, weil auch zusätzlich die programmatischen Fundamente spielen ja auch nicht mehr die Rolle früherer Jahrzehnte. Na, so locker mal in der, sagen wir, Frage der Ostverträge da hin und her miteinander umzugehen, viel schwerer als heute locker mal miteinander umzugehen, weil es ja diese Art tiefe Verwurzelung in dieser Form gar nicht mehr gibt. Setzen Sie sich doch mit denen allen mal zusammen, dann merken Sie, die lachen über die gleichen Witze. Das ist doch nicht, dass Sie verschiedene Kulturen da auf einmal von verschiedenen Planeten finden, sondern man kennt sich und man weiß, wie man damit umgehen muss und man weiß auch, wie man gewissermaßen dieses Rollenspiel vorführen muss. Und ansonsten ist ja Respekt. Und da ist eben aus all diesen Machtoptionen, deshalb ist das am Ende die sanfteste Variante, haben alle Beteiligten gute Erinnerungen an die Große Koalition. Und sie haben, wenn sie eine Große Koalition haben, eine wunderbar stabile Mehrheit im Bundestag, da brauchen sie nicht mal wieder irgendwie so Konflikte wie Merkel, von der Leyen, Quotenfrage auszutragen, weil sie haben für alles eine schöne Mehrheit. Also klappt das Ganze, ne? Also so etwas, Frau Merkel wird, wenn sie ihr Drehbuch für ihre zukünftigen Jahre schreiben kann, will sie zwei Sachen nicht mehr erleben in ihrem Leben. Das eine ist so die paar Tage dieses wunderbaren, freudvollen Erlebnisses mit Frau von der Leyen in Sachen Quote. Das wird sie nicht mehr erleben wollen. Und das zweite ist die Erfahrung mit der FDP, die Wahl von Gauck zum Bundespräsidenten. Drei Tage haben die Spitzen zusammengesessen und die FDP verspricht jeden Tag, es gibt nur einen gemeinsamen Koalitionskandidaten. Und am Sonntag um 13 Uhr sagt die FDP-Führung in diesem Spitzengespräch in der Koalition, wir müssen uns kurz zurückziehen, weil wir nochmal da so ein Gespräch in der Führung der FDP führen. 14.30 Uhr erfährt die Bundeskanzlerin über die Ticker der Agenturen, dass die FDP einen Kandidaten hat, nämlich Herrn Gauck. Das vergisst Spitzenpolitiker. Herr Radunski wird sich daran erinnern, haben Elefantengedächtnisse. Die können Ihnen das in 30 Jahren noch auf die Minute sagen. Und so etwas will man nicht nochmal erleben. Also die Frau Merkel will das nicht nochmal erleben. Und sie will das andere auch nicht erleben. Und daraus können sie ihre machtpolitischen Schlüsse ziehen. Ne? Da muss man eben entsprechend denken. So, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Unsere Zeit ist vorüber. Vielen Dank, Herr Weidenfeld. Danke. Auch dafür, dass Sie sich nicht gescheut haben, die eine oder andere pointierte These zu wagen. Vielen Dank für das engagierte Publikum. Wir haben eine weitere Runde mit interessanten Fragen. Harte Fakten aus der Demoskopie. Vielen Dank.